Also im Moment geht es mir sehr gut, schon seit mehreren Tagen, seit 4 um genau zu sein. Und da bin ich auch sehr dankbar, wobei der Krankheitsverlauf bei mir wirklich sehr, sehr mild war, zum Glück. Eigentlich war die Quarantäne gar nicht so anstrengend. Irgendwie hat es unserer Familie auch gut getan, dass wir mal zusammen in Quarantäne waren. Haben viele Dinge gemacht, wofür wir sonst keine Zeit hatten. Wir haben zusammen gemalt, wir haben zusammen gekocht, Gesellschaftsspiele mal wieder gespielt. Also das war alles halb so tragisch, wie man sich's vorstellt. Ich war mit meinen drei Freundinnen in Ischgl zum Skifahren. Wir hatten da eine wunderschöne Zeit. Als wir aber dann zurückgefahren sind, haben wir schon gehört, dass ein Barkeeper sich dort infiziert hat. Und dann sind wir natürlich ein bisschen hellhörig geworden. Von der Familie Abstand zu halten in der Quarantäne war sehr schwer, zumal ich ja erst eine Woche nach meiner Rückkehr erfahren habe, dass ich positiv bin, auch wenn ich noch keine Symptome hatte. Ich habe zwar getrennt geschlafen, aber mit einer 5-jährigen und 8-jährigen Tochter ist es so ein bisschen schwierig, vor allem wenn der Mann natürlich auch noch zu Hause arbeiten muss. Da habe ich mich um die Kinder hauptsächlich gekümmert, habe ihnen Essen zubereitet, habe natürlich Handschuhe angehabt, habe tausendmal Hände gewaschen, nicht geküsst und nicht gedrückt, was mir echt schwer fiel. So ganz kontaktlos ging das natürlich nicht und man selber ist auch nicht immer hundertprozentig dabei und wäscht sich immer ständig die Hände und vergisst mal beim Apfelschneiden vorher die Hände zu waschen. Ich habe mein Bestmögliches getan und ich hoffe, dass es jetzt einfach dabei bleibt und alle gesund sind. Es war erstmal schwierig, überhaupt einen Test zu kriegen. Das hat mich sehr, sehr sehr, sehr viele Telefonate gekostet. Über Arzt, sogar mit einer Chefärztin aus der Ambulanz habe ich telefoniert, über ein Ärztezentrum, über die Hotline, bis ich dann meinen Test überhaupt bekommen habe. Dann lief das aber alles sehr gut. Ich wurde sehr gut vom Gesundheitsamt in Mülheim betreut. Ich wurde jeden Tag angerufen, mir wurde die Quarantäne erklärt, mir wurde sie angeordnet, auch meiner Familie. Ja, also von da ab an lief es dann eigentlich sehr organisiert, muss ich sagen. Die ersten 2 Tage hat mein Telefon nicht stillgestanden. Das war für mich auch wirklich sehr belastend, weil das schlechte Gewissen, auch wenn man wirklich gehandelt hat, so wie es sein sollte, das schlechte Gewissen hat einen dann trotzdem eingeholt. Und ja, man musste sich vielen Leuten erklären, sie auch beruhigen. Also das habe ich schon gemerkt, dass da Panik aufkam bei vielen und die war natürlich dann auch ansteckend und war für mich selber auch anstrengend, wobei ich wirklich jeden Anruf und jede WhatsApp beantwortet habe, damit die Leute sich auch ein bisschen beruhigen.